Willkommen zurück zu Disgaea. Ja, ich habe absolut gar nicht trainiert bisher, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wir immer noch stark genug sind, uns irgendwie durch die nächsten Level durchzubeißen. Wird schon. Wird schon, wird schon. Sea of Gehenna. Picnic Time ist immer noch, aber. Stimmt, Dark Adonis hat ja unseren Picknickkorb geklaut. Das war ja das letzte Happening. So, Statue. Okay, wir haben einen der richtig krassen Super-Tanks, weil die kennen wir schon, dass die sehr tanky sind. Einen Moment, das Headset. Er steht auf dem Feld, das ihm Heilung bietet, 40%, einen Angriff mehr und dreifach boostet. Und man kann ihn ja nicht runterheben und diese Dinger hier auch nicht. Und er ist der einzige Gegner, hier sind auch noch welche. Aber könnte ihn auch schwächen. Was das Spiel hier aber Gott sei Dank auch noch kann, wo ich sehr froh darüber bin, das ist der größte Moment aller Zeiten, den wir hier gehabt haben für Wilke. Das ist diese eine Mission, die ich jetzt gerade kenne, wo es Gold wert sein wird, dass denn Brawler in der Lage, also ich kenne die Fistwaffen, in der Lage sind, Gegner zu verschieben. Das ist einfach göttlich jetzt, wirklich. Raus. Dass die Wilke ein bisschen nach vorne drückt, dann dürfte er auch ankommen. Hoffe ich. Ja. Also meines Verständnisses nach müsste ich in der Lage sein, ihn runterzuschieben. Ja. Und das ist ja nicht mehr gebufft wie sonst was. Jetzt kann ich einfach jemand anders drauf schicken, der den Buff sozusagen übernimmt. Also Enemy Boost mal 3 kriege ich zwar nicht, aber die Recovery und die Attack bekomme ich. Und da das einzige Feld ist, was frei ist, was von den ganzen Werten profitiert. Also ganz ehrlich, die Lösung dieses Levels wäre normalerweise gewesen. Ich glaube. Death minus 50%? Selbst das wäre nicht gegangen. Weil wir hätten das ja nicht liften können. Ich frage mich, wozu das überhaupt da ist. Weird. Ich weiß nicht, ob man Geo-Symbol zusammenschmeißen kann auf einen Haufen. Aber ich glaube, die beste Lösung ist einfach, ganz ehrlich, jemand zu haben, der verschieben kann. Das macht die Sache jetzt viel einfacher. So. Wie mache ich das jetzt am besten? Am besten mit zwei Leuten. Ich muss auf das Feld draufkommen, das ist einfach das Wichtigste jetzt. Schieb mir mal die Stärkste vielleicht drauf. Du hebst bitte einfach Sonic hoch. Du hebst Tiki hoch. Das ist kein Problem so. So. Alles safe. Jetzt kann ich einen Skullsplitter machen, der wird sogar zweimal durchgehen. Ist die Erfahrung? Nein. Das schafft ihr schon irgendwie. Ein paar andere Leute rausschicken. Ich lasse mal ausnahmsweise Edna und Lahal drin. Die haben ja auch schon gut was bekommen in Erfahrung in ihrem Leben. Jetzt halten die auch mal aus eine Runde. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden jetzt, weil sie haben kein Feld mehr, wo sie so stark werden können. Und die sind ja nicht schwach, die Gegner hier, aber das Schlimmste war, ihn hier runterzubekommen. Und dank der Faustfähigkeit, no problem. Und sie konnte einige was durch die Defense durch, weil sie so extrem viel Schaden macht. Oh, ich habe nur einen Attack gemacht, ich mache zwei Attacks, auch bei den Skill. Weil bei Spells hat man zwei Spells. Hm, okay, das wusste ich jetzt nicht. Das ist ärgerlich. Recovery. Easy. So, die haben eine Windschwäche. Oh. Das ist ja sehr bedauerlich für diese Kreaturen. Wie wäre, wenn er da hinkommen würde? Also Hope.
mal einen hoffnungsvollen Anschubser. Feuerschwäche, na egal, mach ich mal. So, da machst du doch mal einen Skullsplitter. Sollte der überleben, erschießen wir den noch. Aber ich denke, das ist ein Wallet, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay, krass. Na, alles kein Schaden. Aber es steckt jetzt gerade wieder, das ist okay. Krass, wie defensiv stark der ist, ne? Auch ohne die ganzen Buffs. Mit dem Buffs wäre er unbesiegbar gewesen. 1370. Sonst ist er alles okay, ne? Und Resistenz ist auch so hoch. Also, den kannst du nur mit solchen Überleuten besiegen. Das ist die einzige Chance, die man hat. Das ist ein seltsames Stage irgendwie. Weil ich noch nicht ganz verstehe. Also, ich verstehe nicht ganz, wozu überhaupt so ein Defense minus 50 Ding ist. Ich könnte das höchstens damit placken. Also, dass es dicht ist. Dass er nicht mehr draufläuft, das war's dann. Und das brauche ich ja nicht, weil ich kann jemanden draufstellen, das ist ja viel klüger. Und wenn ich nicht so viele extremen Brecher wie sie hätte, oder auch wie Hiki, der theoretisch sehr viel Schaden macht, weil er einen hohen Wert hat, dann wäre der fast nicht zu besiegen, der Jibi. Außer mit Feuermagie, aber die wird sich nicht. In dem Sinne, Ryuken hat Feuerschlag, aber das war's dann ja. Sollte er das auch noch überleben? So. Alter, der Moves auch. Das ist doof. Aber sie überlebt es, oh Gott sei Dank. Aber vergiftet es nicht. Erstmal heilen. So. Hast du den Golem? Oh, das neue Technik-Map. Psionic Wave, ja. Das ist, glaube ich, die eine Attacke des Golems, die nicht ganz so krass ist, weil sie nicht auf physischer Kraft basiert, sondern auf Intelligenz. Aber das Ding macht auch irgendwie einen Schadenseffekt auf den Gegner. Dafür ist es eher gedacht. Werde ich erstmal außen vor lassen. Weil mich der Kreation nicht kümmert. So, haben wir noch was? Hoffe ich tot sein danach. Du kannst ein bisschen weiter weggehen. Er müsste eigentlich auch Schaden machen können. Oder ich könnte mit ihm auch zum Beispiel sie stärken, wenn sie noch mehr Schaden macht. Aber ich werde mal einfach nur die Combo aufbauen. Dann einen Gigawind draufsetzen. Eine Windstärke wird nicht viel bringen, aber wird ein bisschen was. Und dann halt wieder die Skullsplitter-Technik. Wobei es vielleicht mit ihr besser wäre, gerade normal anzugreifen, weil sie dann zweimal angreifen würde. Mal gucken. Ich hab First vergessen, naja. Jo, das will ich gleich machen sollen. Na, no, First Day. Nach vorne mit dir. Gut. Hier noch die zwei stärkeren Hobbits da oben, dann ist es geschafft. Oh, die war euch stark. Da können wir am besten eine Robo-Bazooka machen. Vielleicht gefolgt von einem starken Wind auf beide.
Das dürfte alles schon ganz gut zwirbeln, denke ich. Könnte nicht reichen, deswegen schicken wir noch den Bogenschützen mit dazu. Na, gereicht, okay. Wieder eine Stage geschafft. Okay, war eine Challenge ein bisschen, aber ganz ehrlich, das wäre sehr nervig geworden ohne Triple Strike. Oder jeden anderen Move, der halt Gegner verschieben kann. Ich weiß gerade nicht, ob es noch andere gibt, ehrlich gesagt. Dann machen wir das nächste. Bietet sich ja an. Searing Tyranny. So früher denken können, dass First in der Lage ist, das Essen aufgrund der Geruchsfrequenz da, die abgegeben wird, zu orten. Jennifer hat also den Roboter Thursday entworfen. Mit 5 Jahren schon. Okay. Das muss ja sehr, sehr talentiert sein. Da hat sie wieder recht. Darker Donuts wenn ich bitten darf. Okay, was haben wir hier? Einige Trauerarbeiten. Die extra Erfahrung bringen. Ey, endlich mal wieder ein Level, wo ich extra Erfahrung bekomme. Das finde ich aber sehr nett. Das ist schön. Das freut mich. Ja, ich mal so ein Level, was nicht so brutal hardcore aufgelegt ist. Wir haben 3 Stück, die hier Windschwäche sind, ne? Hiki wird einfach zu stark langsam, glaube ich. Wenn er solche Sachen vor die Füße geworfen bekommt. Los geht's. Zwei Kills, nice. Level up. Na, kein Wunder. Damit hat er mit Abschluss das höchste Level, jetzt noch mit 36, glaube ich, ne? Ja, da hat es noch 34. Trotzdem kann Lahar sich ein bisschen ausruhen, er hätte immer noch mehr Erfahrung als die meisten, ne?
Ich frage mich jetzt gerade, ob es jetzt weniger Erfahrung geben hat, weil am Ende darauf gestorben ist. Egal. Wäre ärgerlich, ehrlich gesagt. Ein Haufen ärgerlich. Bietet sich an, hier Mega-Eis zu machen. Einer hat vorher Stärke leider. Aber ich mache trotzdem die Golem-Könne mal hier rein. Nicht die Robotech. So. Hier gibt es auch wieder keine Erfahrung für uns, also keine durch die Bonusgeschichten. Aber vielleicht kann sich hier was abstauben. Ja, ein Kill immerhin. Das ist für sie schon viel wert. Level up für Muffen. Das Ding lebt leider noch. Au. 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 Aber leben nur alle. Was willst du mehr? So kann ich alle heilen, die getroffen wurden. Perfekt. Ihr könnt schon mal anfangen, so ein bisschen zu behaken, was ich gar nicht so verkehrt finde. Ja, das ist der teuerste, ne? Da kriege ich auch drei Leute, das ist nicht schlecht. Sonst komme ich nämlich nicht an drei Gegner ran. Sonst treffe ich immer nur zwei. Also geht's auch, ja. Das ist ein bisschen billiger. Sind Vorschwächen, die Boys. The Victory ist so was von nahe. Das ist kein Problem mehr, würde ich sagen. Ich hoffe mal, die kommen jetzt alle schön über diesen Weg überlaufen, damit wir die Erfahrung noch kriegen können. Lasst sie kommen. Nein, nein, sie haben sich entschieden, den Weg zu gehen. Schade.
Das ist ja nicht viel Schaden da reinwerfen. Ne? Gucken, was da noch so steht, was man so abgreifen kann. Nein, nein, weiter. Ich treffe jetzt zwar auch Ryuken, aber das wird aber überleben, denke ich. Das ist okay. Oh Mist. Ich habe so voll Thruster getroffen im Spell. Wer hat es nicht überlebt? Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Mist. Ups. I'm sorry. Aber ich bin ein Roboter, ne? Den können wir jetzt zusammenbauen. Kein Problem. Das war nicht Optimus, weil es etwas dumm war, meinen eigenen Typen zu töten, aber naja. Diese Dinge passieren leider. Ab und an mal. Gewollt warst dich. Au. Habe ich gehofft, alle drei. Nice. Gut, was müssen wir die noch erledigen? Die sollten auch kein Problem sein. Ja, guck mal, Gordon's Punch wird auch jemanden schieben. Interessant. Das sollte man bedenken. Und das war's. Schöner Sieg. Die Spiked Shell könnte noch was wert sein. Ich will mal eben kurz checken. Ich habe die nämlich gar nicht so schlecht. Die ist schon viel besser bei ihm. Ich gucke also bei Ryuken. Macht die zwar stärker, aber der Verlust in Defense finde ich sehr negativ bei ihm, weil ich möchte bei ihm ja unheimlich hohe Defense behalten. Burst hat eh eine bessere. Also erstmal bei Stulli und bei Muffy gucken. Der Verlust an Lebensenergie ist okay. Vielleicht mit dem Abstieg an Angriffskraft. Dann machen wir das. Er hätte eh schon eine bessere. Das ist ja okay. Gut, einmal alle heilen. Oh, wir können hier einen Prize claimen. Lange ist es her. Ich hoffe, was Gutes. Ja, Muscle Dream ist nicht schlecht. Aber nicht das Liebste, was ich sehen würde. Aber da können wir bestimmt jemandes Muskeln ein bisschen mit aufwerten. Wer benutzt denn das doch so ein Muskeln? Hier, Ryuken. Naja, aber seine Muskel bringen Defense. Na klar, ich meine, 9 Defense ist nicht so viel wert wie 4 Lebenspunkte mehr, ne? Würde ich mal so behaupten. Ja, komm. Er hat ja die höchste Lebensenergie jetzt mit Abstand. Defense jetzt nicht mehr, aber die auf jeden Fall höchste Lebensenergie. So, kann Muscle Fight euch mal gebrauchen? Nicht wirklich. Er kann es auch gebrauchen. Aber die Resistenz sinkt. Das ist. Ich weiß nicht, da ist die Resistenz gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das hier könnte man etwas besser sehen, ja. 20 Lebenspunkte sind nicht so viel wie neue Defense, das ist klar. Gut, dann ist der alte Kram jetzt alles alt und kann verkauft werden. Das Ding ist immer noch eine ziemlich gute Knarre, glaube ich, aber ich werde es trotzdem verkaufen. Diese Claire behalten wir als Bestechungsobjekt oder Notfallheilung. Die beiden wandern auch weg. Schon. Ich habe wieder ein bisschen Geld. Gut, ich würde die Folge beenden. Bisschen früher diesmal. Passt ja ganz gut. Vielleicht nächstes Mal endlich daran denken, dass wir mal gucken, dass ich den Pretty Day, nicht Pretty Day, sondern diesen Pretty Land aktiviere. Damit wir diesen ja, extra Dungeon mal haben. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
Damit so ein bisschen so ein Bruch in der Story, aber vielleicht ist es ja ganz fix gemacht, die Level da mal sehen. Aber bis dato danke ich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Disgaea.